Ich stehe hier ganz oben und habe keine Höhenangst. La 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 la. Wunderschöner Song zum Start. So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von We Build Potter's World. In der letzten Folge, wie man hier eigentlich schon ziemlich gut erkennen kann, haben wir schon mal angefangen, das Dach hier so zu bauen. Das sieht aus wie so ein Partyhut auf meinem Kopf. So, erkennt ihr das? So wie so ein Partyhut. Könnte natürlich auch ein Zaubererhut sein, aber wir sind ja hier niemals in Hogwarts, ne? So, ja, was habe ich in meinem Inventar? Die letzte Folge habe ich letzte Folge aufgenommen. Luca, genau. Habe ich gestern aufgenommen. Und, das heißt, wir haben jetzt heute, Montag, den 30. März. Ah, ist auch mal interessant zu erfahren. Ja, und wir haben 16.23 Uhr. Genau, das habe ich früher immer mal wieder in den Folgen gesagt, eigentlich sogar jeden Folgenstart. Und ich finde es eigentlich ganz cool. So, ich würde das eigentlich auch ganz gerne wieder einführen, so ein bisschen. Weil, ja, somit habt ihr auch nochmal ein besseres Zeitgefühl, so was mein, was die Aufnahmezeit und sowas angeht. Und was mache ich hier eigentlich? Ich brauche Pflasterstein, wollte ich gerade sagen. Bruchstein. Warte mal, nehme ich überhaupt auf? Ja gut, ich nehme auf. Kann das sein, dass Bruchstein früher in Minecraft Pflasterstein hieß? Weil irgendwie kommt mir der Begriff mega vertraut vor. So, hier haben wir noch Treppen und ich glaube, ja doch, Bruchsteinstufen nehme ich auch mal mit. Und dann nehme ich hier auch nochmal eine ganze Palette mit. Eine Palette. Genau. So, dann fliegen wir jetzt wieder hoch zum Ort des Geschehens. Weil hier wartet Arbeit auf uns. Letzte Folge am Ende ist uns aufgefallen, dass wir hier ziemlich einen Karabast gemacht haben. Aber ich fange jetzt als erstes mal an, hier das da hier weiterzubauen. So und so. Eben das ganze Prozedere, man kennt's ja. Und dann erst fangen wir an, das eben ja richtig zu bauen. Nämlich zeige ich euch auch gleich direkt, was wir denn überhaupt falsch gemacht haben. Ich muss nur mal ganz kurz checken. Hier sind es 4. Und hier sind es... Oh, so. Und hier sind es 4. Alles klar. Okay, wir haben alles richtig gemacht. Ah, ich falle. So. Genau. Autsch und Autsch. So, und jetzt fängt es an zu schneien, ne? Ja, das ist ja natürlich hier wieder super. So, und dann machen wir hier auch wieder so und dann so und dann wieder 2 frei und dann so, 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 so und dann wieder 2 frei und dann hier so, 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 so. Genau. Ich brauche Stufen, also Treppen meine ich damit. Und genau, hier haben wir das schon. Dann kommt hier eben auch noch Treppen rein. Und dann hier so auch noch. Und dann hier wieder so Treppen dran. Und dann hier wieder Treppen rein. Mhm. Und dann hier auch wieder so Treppen dran. Und Moment, die Treppe, die kommt da. Ah! Genau, hier kommt ja dann das Dach drauf. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal was verändern. Aber einfach nur, damit ich mich selbst nicht verwirre, das kommt ziemlich schnell vor, mache ich jetzt hier mal einfach nur so hin. Weil ansonsten verwirrt mich das und ich frage mich, hey Luca, was hast du denn da schon wieder gemacht? Genau, aber deswegen mache ich das jetzt hier so. Gut, dann haben wir die Verbreiterung hier gemacht. Das heißt, auf der anderen Seite muss genau dasselbe gemacht werden. Das heißt, ich muss nochmal ganz kurz gucken. Genau, in der Mitte die beiden, die werden also als Plattform quasi benutzt, wenn man das so sagen kann. Das heißt also die beiden. Das heißt also, Moment, ganz kurz, ich muss nochmal nachschauen. Das heißt also hier, auf dem, was quasi hier ist, oder auf dem, was quasi hier ist, sind nochmal 2 Steine drauf. Einmal die Treppen, genau, das heißt beim mittleren von denen da hier. Das heißt bei dem da hier, das heißt bei dem da hier. Okay, das kriege ich, glaube ich, hin.
Ich glaube, das war dann hier. Ich glaube, das stimmt, aber ich bin jetzt auch nicht 100% sicher. Und dann kommt eben hier das da hier so ran. Und ja, das sieht auf jeden Fall mal richtig aus. Und was wir falsch gemacht haben, sieht man jetzt auch ziemlich deutlich. Moment, ich mache hier erstmal ganz kurz hier so überall und dann jetzt hier so. Genau, das wird nämlich jetzt ziemlich deutlich. Der war aber auch falsch. So. Ey, ich will den wieder haben. Danke. So. Und so. Genau. Und jetzt müssen wir quasi hier in diese Richtung so machen. So. Und dann hier eben so. Genau, und dann wieder so, 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 so. Und dann hier wieder so, 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 so. Und so, 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 so. Und wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste das auf der anderen Seite genauso sein. Also wenn ich jetzt nicht irre bin jedenfalls. Und ja, es scheint zu stimmen. Und jetzt schaue ich auch ganz kurz, ob ich es überhaupt auf die richtige Höhe gesetzt habe. Höhe 152, das hört sich mir irgendwie vertraut an. 152, Leute, ich mache alles richtig. Also, bisher. So. Dann gehen wir jetzt wieder nach hinten. Und zwar müssen wir jetzt hier natürlich auch wieder immer im Zweierabstand hier die Dinger dran setzen. So, dann wieder zwei frei und dann hier wieder. So, und dann wieder zwei frei und dann hier wieder. So, so. Genau, und das ist dann jetzt quasi vom Zweier auf den Einer. Das heißt also hier dasselbe von Zweier auf den Einer. Genau, also vom Normalen zur Masturbation. Nein, Luca, hör auf damit. Oh Gott. Jetzt muss ich nur schauen. Ich glaube, ich habe das so gemacht. Mhm. Ja, das sieht irgendwie falsch aus. Nee, irgendwie richtig. Hä? Moment, wie habe ich das auf der anderen Seite gemacht? Ich muss mir das nochmal ganz kurz von der anderen Seite anschauen. Und ich gehe mal ganz kurz schlafen, damit dieser blöde Schnee weg ist, weil das geht mir auch ziemlich auf die Nerven, weil ich da nichts sehe. Ihr kennt es doch bestimmt, wenn ihr Auto fahrt und es ist Nacht und die Scheinwerfer sind an. Und dann sieht es wie in Star Wars aus, wenn man in den Hyperraum geht, so. Ich fand das als Kind immer voll cool, weil ich bin ja ein großer Star Wars Fan. Auch jetzt, wo die Sequels draußen sind, bin ich immer noch ein großer Star Wars Fan. Warte, wie habe ich das denn gemacht? Moment mal, irgendwas mache ich, glaube ich, falsch. Aber hier habe ich nichts falsch gemacht, weil hier habe ich nach der Vorlage gebaut. Das weiß ich. Das heißt, auf der anderen Seite habe ich irgendwas falsch. Weil da müssen, genau, da muss ein M quasi frei sein. Genau. So, und jetzt mal ganz kurz schauen, wo ich hier den Fehler gemacht habe. Eigentlich müsste es stimmen, weil hier sind ja überall zwei bis auf hier. Ah, okay. Ja, ich hab's. Genau, ist aber jetzt kein großer Fehler gewesen. Das ist bloß gerade so ein kleiner Fehler gewesen. Aber als ob ich das so gemacht habe. Moment mal, habe ich das echt so? Das kommt mir irgendwie ein bisschen chinesisch vor. Moment mal. Lalalala, das schaue ich mir jetzt nochmal genauer an. So, wir haben... genau, Moment. Daran kann man es sehen. Ah! Nein, so nicht. So. Wir gehen quasi hier vom einen Zweier auf den anderen Zweier, sodass es dann hier so eine Reihe ergibt. Ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, was ich meine. Aber solange ich es verstehe, ist es eigentlich, ja, positiv. Und hier ist es so. Hier ist es nicht so. Ah,
genau, weil wir dürfen ja nicht symmetrisch bauen, weil das Ganze hat seine ganz eigene Symmetrie. Und wenn wir jetzt hier symmetrisch bauen, dann zerstören wir die generelle Symmetrie. Ah, ja gut, das konnte ich jetzt nicht so ganz wissen. Also konnte ich schon, aber das war jetzt trotzdem ein bisschen tricky in meinem Kopf. So, deswegen baue ich das hier nochmal kurz ein bisschen ab. So, und das da hier dann auch, und das da hier auch, und das da hier dann auch. Zum Glück haben wir so eine super tolle Pornospitzhacke, wie es Dagi LP immer nennt. Warum eigentlich Pornospitzhacke? Kann mir das jemand von euch erklären? Wüsste ich eigentlich echt zu gern. So, genau, und dann hier von dem Zweier auf den Zweiner, sodass es eine Einer-Reihe ergibt. Genau. Und dann quasi hier so. Und jetzt müssen wir uns hier entlang arbeiten. Dann hier wieder zwei frei. So, und dann wieder zwei frei. Das heißt also dann hier so. Genau, das müsste dann jetzt eigentlich stimmen. Moment, ich mache das mal auf der anderen Seite hier kurz genauso. Vom Zweier auf den Zweier, sodass es einen Einer gibt. So, und dann muss es quasi hier in der Mitte... Moment, ich mache jetzt einfach mal ganz kurz so. Nee, so nicht. So. Und so, genau. Und dann ist hier ein M in der Mitte. Leute, das stimmt. Das stimmt, das freut mich jetzt. Ich mache tatsächlich was richtig. Wer hätte das denn jemals erwartet? So. Dann hier wieder so, 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 so. Und so, 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 so. Genau, und dann hier wieder so. Und das weiß ich, dass wir das auf der anderen Seite genauso haben. Das heißt, Leute, es stimmt einfach. Und das macht mich gerade mega happy. So, und damit meine ich nicht den Happy aus den Spider-Man-Filmen. Moment, aber wie haben wir das da hier gemacht? Haben wir das dann drüben mit so einer Stufe ersetzt oder haben wir da tatsächlich einen Block, also so eine Treppe reingesetzt? Und wir haben, wo haben wir es? Okay, wir haben eine Treppe reingesetzt, alles klar. Und hier haben wir das so umgesetzt mit Treppen. Und hier haben wir das, Moment, wo ist es? Hier. Ah, okay, genau. Und hier haben wir das so umgesetzt. Alles klar. Okay, Leute, dann müsste ich das jetzt eigentlich wissen, wenn es gerade in mein Erbsenhirn reingegangen ist. Ich gucke jetzt einfach mal. Moment. Genau, hier so. Und dann hier quasi... So. So. So und so. Ja. Genau, dann haben wir hier unser M. Und hier habe ich das dann so, so gemacht. Und so, glaube ich. Und dann die Stufen. So, so. Nee, das sieht nicht so richtig aus. Okay, Leute, das ist tatsächlich nicht in mein Erbsenhirn reingegangen. Ich schaue mir das nochmal an. So. Nee, ich bin ein bisschen zu hoch. Oben liegen ist zwar meine Lieblingsposition, aber nicht jetzt. Oh Gott. Aber hä, hier habe ich das doch so gemacht. Genau, das M. Da ist ein Block. Okay. So, dann einmal runter vom Besen. Das heißt also, hier kommen die da hier gar nicht ran, sondern hier kommt nur der da hier ran. Und jetzt stimmt's nämlich. Ja, Leute, ich bin so gut. G-U-H-T. So, und dann mache ich hier so. Und das stimmt dann auch. Habe ich hier überall die schon dran gesetzt? Nö, habe ich nicht. Aber hä, hier habe ich einen Fehler.
Okay, Leute, dann war es wohl doch nicht ganz richtig. Aber zumindest an der schweren Stelle habe ich es richtig. Und das freut mich eben vor allem. So. So, das heißt also dann. So, und ja, dann habe ich das hier wohl doch falsch gedeutet. Dann kommen die da hier da rein und die da hier da rein. Aber war das denn so? Ich schaue mir das lieber nochmal ganz kurz auf der anderen Seite einmal an. Moment. So. Ah, aber klar, man darf ja nicht die Symmetrie bewahren. Genau, weil sonst ist die generelle Symmetrie kaputt. Genau. Man muss ja gucken, wie es generell symmetrisch ist und nicht, wie es hier symmetrisch ist. Das ist ein großer, großer Unterschied, den wir alle beachten müssen. Ansonsten werden wir des Todes geweiht sein und alle sterben. Okay. So. Und genau, dann haben wir das hier schon überall so gemacht. Und dann hier auch noch so. Aber Moment mal, hatte ich das jetzt hier mit einer Stufe umgesetzt? Ja, doch, ich habe das mit einer Stufe umgesetzt. Ich erinnere mich dran, mein Erbsenhirn ist doch nicht unnötig. Glaube ich. So, und wo hatten wir es noch? Hier hatten wir es noch. So, genau. Alles klar. Genau, dann haben wir das hier überall umgesetzt. Genau, und dann geht es jetzt aber hier noch weiter. Nämlich mit denen da hier. Aber haben wir jetzt hier echt überall unsere Stufen und alles dran? Nee, haben wir nämlich nicht, Luca. Haben wir nämlich nicht. So, ich wusste, dass mir irgendwas hier noch afrikanisch vorkommt. So, genau, aber jetzt haben wir hier alles. Genau, und dann geht es jetzt hier weiter. So, so, so. Ey, uns sind die Treppenstufen ausgegangen. ja gut, da brauche ich mal ganz kurz irgendwo Holz her. Hier einfach mal den Minibaum kaputt machen. Lalalala. Die Öko-Freaks sehen das jetzt nicht, dass ich hier gerade einen Baum abbaue. Nein, das sieht keiner. Oh Mann. Ich habe wieder Niffli dabei und die guckt mich gerade richtig schockiert an, weil ich hier einen Baum abbaue. Oder weil ich sie Öko-Freak genannt habe. Das kann natürlich auch sein. Oh Leute, mein Herz tut weh vom ganzen Lachen. Das ist... Autsch. Ah! Moment mal ganz kurz. Ich trinke mal Wasser. Vollständig einsatzbereit. Glaube ich jedenfalls. Das ist bei mir manchmal richtig schlimm. Manchmal fängt einfach so an, mein Herz weh zu tun. Also nicht irgendwie, weil ich verliebt bin oder sowas. Ich bin nicht verliebt. Sondern, keine Ahnung, irgendwie fängt mein... Oder der Muskel drumherum, das kann natürlich auch sein. Aber irgendwas so in die Richtung fängt mir auf einmal an, weh zu tun. Und ich weiß aber nicht, was es ist. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Und ich hoffe, aber es kommt nicht so oft vor, also das ist eher selten, sage ich jetzt einfach mal. Und hey, ich konnte nicht schätzen. Dann wandle ich noch die ganz kurz hier um, so. So, aber jetzt 8 sollten uns reichen, nochmal der Zeitumkehrer. So, 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 so. Und ja. Hier, der da hier noch. Und ja, jetzt haben wir alles. Gut, Leute, dann können wir jetzt mit unserer Schaufel anfangen, hier den Rest an Erde abzubauen. Und wie lange geht die Aufnahme schon? Ah, nein, nicht das Schnittprogramm öffnen. Okay, 19 Minuten. So. Dann baue ich jetzt mal hier ab. Und Leute, ich habe voll Hunger, fällt mir gerade so auf. Boah, meine Mom, die hat so eine geile Lasagne gemacht. Also wirklich, Leute. Wenn ihr Lasagne machen könnt und ihr macht mir Lasagne, dann habt ihr mein Herz erobert. Und zwar zu 100%. Und jetzt öffnet sich mein Schnittprogramm. Moment. Kurz schließen alles. So.
Und Niffli guckt gerade schon ganz verführerisch. Wahrscheinlich will sie mir jetzt Lasagne machen. Und sie nickt. So. Genau, das ist jetzt hier ein bisschen unpraktisch, weil es eben geschneit hat. Somit können wir jetzt hier nicht alles schön einfach abbauen, sondern wir müssen hier eben auch nach dem Schnee schauen. Herrlich. Und Leute, ich bin zurzeit mega motiviert, also noch motivierter als sonst, WBPW aufzunehmen. Einfach weil mir die Bauaufgabe hier mega Spaß macht. Und ich bin so gespannt auf euer Feedback. Ich habe noch kein einziges Feedback dazu bekommen, wie ihr das eben hier mit dem großen Turm findet, wie ich das umgesetzt habe, beziehungsweise gerade am Umsetzen bin noch. Ich bin da mega mal gespannt, ob euch das überhaupt so gefällt, weil eure Meinung ist mir da auch mega wichtig. Also ich baue das zwar hier, ja, größtenteils, oder was heißt größtenteils, ich, also selbst bauen tue ich ja alles hier, aber trotzdem möchte ich eben, dass ihr da auch ein Mitbestimmungsrecht habt. Wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann sagt mir das gerne, ich kann alles jederzeit ändern. Also ganz Hogwarts würde ich jetzt nicht nochmal abbauen. Mit der Zeit würde ich vielleicht, also angenommen, wir sind mit Hogwarts fertig und dann gefällt uns zum Beispiel, ja, dieses Gebäude, das hier hinten dran kommt, gefällt uns gar nicht mehr. Dann würde ich mir noch als Aufgabe nehmen, das nochmal abzureißen und so dann eben mich da peu à peu ranzutasten, alles eben abzubauen und alles nochmal zu erneuern. Also das wäre das Einzige, aber ich würde jetzt nicht hergehen und hier komplett nochmal ganz Hogwarts abreißen und dann nochmal komplett neu bauen, sondern wenn dann nur einzelne Orte wenn sich's dann halt so peu à peu ergibt, dass ganz Hogwarts eben abgebaut wird und nochmal neu gebaut wird, dann ist das in Ordnung, aber ich würde jetzt nicht hergehen und alles auf einmal machen. Das meine ich eben. So. Genau, wir sind jetzt hier auch bald mit der Erde fertig. Nur noch bis da nach vorne. So. Und dann mache ich hier mal so. Und es war gerade ein super sexy Bein. So. Und dann so, 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 so. Genau. Und ich hatte ja gesagt, ich will diese Staffel auf jeden Fall noch die Verbreiterung vom großen Turm fertig haben. Und so wie es aussieht, schaffen wir das auch zu 100%. Also ich würde sogar sagen, dass wir diese Staffel den größten Baufortschritt geschafft haben, obwohl ich so eine extrem lange Pause hatte. Also von Folge 0, also von Folge 1 auf 100. Ich wollte gerade diesen Block abbauen, während ich auf diesem Block auch noch stehe. Nicht so toll. Leute, merkt euch eine Sache, wenn man runterfällt, irgendwo tief, dann stirbt man. Das sollte jetzt einfach eine Lehre sein. So. Was wollte ich gerade sagen? Keine Ahnung. So, dann eben hier so und noch so und dann hier auch so, so, so und der hier noch. Genau, dann war es hier auf der Seite mal mit der Erde. Dann schaue ich mal, dass wir hier die Erde auch alle einsammeln. So, die Steine, Erde, die runtergefallen ist, die werden wir natürlich auch noch einsammeln. Aber jetzt erstmal hier das alles, dass das quasi schon mal safe eingesammelt ist. So, und dann hier das da hier natürlich auch noch. Das baue ich nochmal ab und baue das aber nochmal neu, das gefällt mir so nicht. Wisst ihr Leute, solche Sachen zum Beispiel, so Sachen abbauen und neu bauen finde ich okay, aber solange es nicht alles auf einmal ist. Aber ich glaube, ihr habt mich sowieso alle verstanden, was ich meine. So. Dann natürlich auch noch hier die Erde. Das ist jetzt hier ein bisschen weniger. Also auch auf jeden Fall machbar hier in dieser Folge. Und dann schaue ich nochmal auf die Zeit, wie viel Zeit wir noch haben. Also diese Folge hier, die soll vielleicht so bis 28 Minuten gehen. Also einfach mal gucken, ja, wie schnell wir jetzt hier das Ganze noch abgebaut kriegen. Und wie viel Zeit wir da noch haben. Weil wir haben ja noch eine weitere Korrekturaufgabe, nämlich unsere falsch gesetzte Mauer. Die würde ich gerne auch ganz gerne noch diese Folge abbauen, sodass wir dann wirklich nächste Folge nur noch starten können mit dem großen Turm weiterbauen. Und Leute, ich bin so gehypt, das ist so toll. Das ist alles so toll.
Und ihr seid auch toll. Und Niffli ist auch toll. So. Dann hier noch die letzten Erdeklümpchen. Ich glaube, ich habe es zwar schon letzte Folge gesagt, aber wenn ihr Ideen habt, aus welchem Material wir das Dach bauen können von Hogwarts, also hier das ganze Dach eben, dann sagt mir das auch gerne in die Kommentare. Weil das würde ich auch auf jeden Fall nochmal ändern, weil ich bin mit dem Holz... Es ist meiner Meinung nach die beste Lösung, die mir eingefallen ist, also mir persönlich. Aber wenn ihr eine bessere Alternative habt, die jetzt nicht gerade... ja, den Netherstein beinhaltet, weil ihr wisst, ich habe so ein bisschen Angst davor, als Dagi-LP-Nachmache bezeichnet zu werden. Dann sagt mir das auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne. Also ich bin auf jeden Fall offen. Und dann können wir auch eine komplette Community-Abstimmung machen, welches Material wir dann für das Dach von Hogwarts nehmen sollen, weil das Ding ist, Feuer breitet sich nicht aus aktuell. Also das haben Flash und ich damals so gemacht, weil ich nicht wusste, was ich für ein Material für das Dach nehmen soll. Ich muss mich kurz strecken. So. Ja, weil ich das eben nicht wusste, was ich da am besten nehmen soll. Und dann habe ich eben einfach Holz genommen, weil ich wollte, wie gesagt, nicht das, den Netherstein nehmen, aus besagtem Grund. Und dann habe ich eben einfach Holz genommen und weil da dann teilweise auch Blitze eingeschlagen sind, glaube ich jedenfalls, haben wir dann eingeschaltet, dass Feuer sich nicht ausbreiten kann. Und ja, das heißt dann natürlich, dass wir große Wälder, die hier irgendwie sind, immer per Hand abbauen müssen und eben nicht einfach mal kurz anzünden können und alles flammt einfach weg. Paula schaut mich wahrscheinlich schon wieder gleich kritisch an. aber ja. So, die erste Schicht ist schon mal abgebaut. Ach man, und ich war letzte Folge so stolz auf mich, dass ich das Ganze hier hochgebaut habe. Mäh. So. Ja. Genau, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich gerade sagen soll. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Niffli, habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Fällt dir noch irgendwas ein? Also, falls du irgendwie genickt hast oder sowas, dann habe ich es nicht gesehen. So, und unser Inventar ist voll. Ups. So. Ah, ich glaube, sie schreibt irgendwas auf. Das könnte ja jetzt ein schönes Spiel werden. Ja, ich stehe auf Spielchen, vor allem auf Spielchen mit Niffli. Oh Gott. So. Dann packen wir hier natürlich auch wieder unseren Bruchstein rein. Und hey, hier hatten wir ja noch Treppen. Unfair. So. Und dann hier, das da hier auch einmal so, 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 so. Jawohl. Genau, die Schaufeln, die packe ich auch schon mal weg, dass wir genug Stein für den Platz haben. Genau, Luca, so redet man, dass wir genug Platz für den Stein haben. Das meinte ich. So, und dann räume ich das da hier auch mal ordentlich dahin. So. Und dann einmal der Zeitumkehrer. Und dann geht es jetzt wieder nach oben. So, oh Gott, jetzt muss ich auch noch lesen. Moment, ganz kurz, ich lande ganz kurz hier drauf. Moment. Außerdem ist die Kamera falsch rum, Niffli. Ich müsste meinen Kopf verdrehen. Hallo, kannst du bitte das Handy drehen? Hallo. Ah, nee, jetzt nochmal drehen, jetzt hat sich... Oh Gott. Mach mal Twitter-Werbung für meinen Account. Nee, das werde ich jetzt bestimmt nicht vorlesen. So. Na gut. Eins Keksniffler. Ja, das war jetzt ein tolles Gesprächsthema. Aber leider keins, das mich hier irgendwie weiterbringt. So. Genau.
Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Hey! Ja. So, das Ganze hier, das wird natürlich auch einmal hier abgemurkst. Moment, das machen wir jetzt wie folgt. Muss ich mir ganz kurz was überlegen. Ja, eigentlich müssen wir nur das da hier so abbauen. So, genau. Und jetzt schaue ich mal ganz kurz, wie lange die Folge schon geht. Oh Gott, seit 30 Minuten. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, was hier mit der Folge. Ich baue jetzt hier noch diese Linie fertig ab und dann geht's nächste Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann zeigt es mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider einen Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann könnt ihr es mir natürlich auch gerne mit einem kostenlosen Abo zeigen. Was ihr mir jetzt hier rechts oder rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Weeble Potter's World. Das war's von mir, dem Löwen. Bis dann. Tschüss. Und ich ziehe das nochmal in die Länge, damit das Ganze hier funktioniert. Und ciao.